Ja, herzlich willkommen hier von Rantum. Wir haben den Nolla Cup dieses Jahr nach Süd verlegt. Wir haben Windstärke Nord-Nordost, 70 Stundenkilometer und der Ball fliegt höher und weiter als sonst. Wir denken, es wird ein schönes Spiel heute werden und hoffen mal, was der Wind uns noch so bringt. Geschenke für den Nolla Cup 2015 haben wir von der alten Brennerei eine Likörprobe, wir haben Logokappen vom Golfclub Mahört, wir haben Handtücher vom Golfclub und Schlägertücher für die Golfbags, Marmelade und Kaffee von Mauri und Pepe. Also ganz viele tolle Teegeschenke und alle Leute sind sehr begeistert. Wir danken dem Peter Noller natürlich für die spannenden Windverhältnisse. Da wird es uns bestimmt nicht langweilig, aber wir wissen ja als Golfer, der Wind gehört zum Platz. Bloß ob wir auch noch zum Platz gehören am Ende, das wissen wir noch nicht. Ja, wegen den Wetterbedingungen heute ist vielleicht nicht so einfach mit dem starken Wind. Man muss ein bisschen mit dem Ballage rumspielen. Das sollte man beim Gegenwind Ball nach hinten legen, ein bisschen flacher reinspielen. Das hilft ein bisschen mehr Kontrolle. Und das muss halt ein bisschen geübt werden. Und dass wir nicht jeden Tag solche Bedingungen haben, wird es vielleicht nicht so einfach mit den Ergebnissen heute. Aber ein guter Windspieler hat vielleicht heute die Chance zu gewinnen. Das ist, hätte ich vielleicht gar nicht spielen sollen. Ich bin zu spät im Bett gegangen. Zu viel gearbeitet. Alle sagen, ich bin immer auf dem Golfplatz, aber ich muss aber leider manchmal arbeiten. Man sollte dann Golf nicht spielen. Oder? Ja, läuft heute nicht so ganz. Ich könnte einen Psychiater gebrauchen, aber sonst. Ich habe einen netten Fly, das ist wichtig. Das Golf ist zweitrangig. Bei uns ist, bei mir ist der Spaß viel wichtiger. Und da bin ich nette Jungs dabei. Ansonsten lief es einigermaßen. Nee, wir sind ganz zufrieden. Und schimpfen weiter. Alles gut. Es ist einfach jedes Jahr schön, tolle Stimmung und die Grüns und die Fairways trotzdem, dass es etwas trocken war, hat richtig Spaß gemacht. Auch die schönen Startgeschenke und das Ganze drumherum, das passt immer. Man kann sich den ganzen Tag wohlfühlen. Der Peter Noller sorgt dafür, dass es immer was Leckeres zu essen gibt, den ganzen Tag und abends natürlich sowieso. Wie war denn heute so der Nolla Cup für Sie das erste Mal heute? Also sehr interessant, viel zu viel Wind für mich, also Spielergebnis bescheiden, aber drumherum genial. Und der Flight hat passt? Super, ganz toll, ganz toll. Und jetzt toll. Nette Leute, jetzt auf der Terrasse. Noch umso besser, gemütlich. Jetzt mal, gehen wir zum gemütlichen Teil. Ja, genau. Ja, Lulli. Ja? Prima. Alles super. Klar. Also ich muss sagen, was der Peter hier jedes Jahr auf die Beine stellt, ist wirklich Superlative. Ich bin stolz, dass ich hier in Mahört Mitglied bin und werde auch weiterhin hier gerne Golf spielen. Mit den Mitgliedern ist es eine Sensation hier. Ich möchte euch alle nochmal ganz, ganz herzlich begrüßen, alle Mitglieder und alle Freunde. Es ist einfach immer toll, dass so viel beim Nolla Cup mitmacht, dass ruckzuck, wenn das Turnier ausgeschrieben wird, die Plätze weg sind. Natürlich möchte ich mich auch besonders bedanken bei meiner Familie, meiner Frau, meine Kinder, die die ganze Sache mitmachen, mithelfen, das Ganze organisieren. Da ganz herzlichen Dank. Dann möchte ich mich bei allen Sponsoren und Mitunterstützern für dieses Turnier ganz, ganz herzlich bedanken. Natürlich beim Thomas Fritz von der Firma Enzinger. Thomas ist immer sofort dabei. Brauchen wir nicht lange anfragen, macht mit. Dann bei Martin Alber und bei der Familie Schweizer von Stuttgarter Hofbräu. Natürlich darf ich euch jetzt nicht vergessen, und das ist mir ganz wichtig. Und zwar beim Restaurant, beim Herr Matzke.
Dann und natürlich ganz, ganz wichtig, bei meiner Küche, beim Servicepersonal, aber auch die Küche, die sind einfach super, super Menschen.